Ja, mal wieder ein bisschen Mario Kart. Oh, schön. Ist auch mal wieder was anderes. Huiuiuiui. So, ja, wir spielen heute wieder ganz klassisch Mario Kart. Schauen einfach, wie es läuft. Ganz entspannt, ganz geschillt. So, wieder gut regional. Wer mitmachen will, kommt gern dazu. Und wen spielen wir denn heute? Ich würde sagen, wir gehen mal heute... Ist ja sowieso egal. Ich finde auch gut, dass das alles so ein bisschen durchgemischt ist. Ach komm, nehmen wir mal das Inkling Girl. Nehmen wir das mal in Grün. Für Grün, weiß nicht. Ich mag klassisch eigentlich lieber. So. Voll. Mal lila Haare nehmen. Ja, ist mal was anderes. So, ich glaube, ich behalte meine Konstellation, wenn irgendwas ist. Ja, mal sehen. Wie gesagt, wer mitmachen will, kann gerne dazu stoßen. Und dann gucken wir mal, wie es heute läuft. So. Ich bin bereit. Wow. Wow. Okay. Normal. Dann versuchen wir es halt nochmal. Ah. Disconnect bei MK8. Ja, ist ja auch zwischendurch mal. Hat man ja gern. Ist ja schön. Ja, also ich sag's ja immer wieder. Ich weiß, meine Switch steht jetzt auch nicht an der besten Position. Die könnte auch woanders stehen. Das würde, glaube ich, vielleicht ein bisschen besser sein. Ach, guck mal, die haben sogar eine DLC-Strecke. Und es geht wieder nicht los. Aber es kann ja trotzdem nicht angehen. Ach so. Weil die jetzt erst anfangen mit dem Rennen. Ich liebe es. Warum werde ich denn da nicht in eine andere Runde reingesteckt? Oh Gott. Warum dauert das jetzt halt 3 Minuten? Ja. Und sonst so? Ja, ich weiß nicht. Also... Ja, Mario Kart ist tatsächlich so eine Sache, die finde ich gerade eigentlich so lustig. Ich habe sogar überlegt, ob ich mal die ganzen Cups irgendwie... Das Schrei. Ob ich mal die ganzen Cups nacheinander mal den Goldpokal hole, weil irgendwie bei dem Spiel habe ich das... Also ich habe mir wirklich nur Mario Kart 8 Deluxe für den Online-Mode geholt. Ich wollte auch mal die ganzen Zeitrennen machen und so. Deswegen... Ist noch hellwach? Krass. Ja, ich weiß nicht. Ich weiß noch nicht, wie ich die Woche planen soll. Ich habe ja schon gesagt, eigentlich müsste ich nur was für Freitag organisieren. Einen Kollegen wollte ich eigentlich nur anrufen, aber ich glaube, ich rufe den erst morgen an, weil es jetzt auch zu spät. Ja, ich gucke später noch den dritten Herr der Ringe-Teil zu Ende. Ich habe ja nur die erste Disc geguckt, also nur 2 Stunden. Das sind noch die anderen 2 Stunden. Und, ich glaube, hier ist ein paar Toastscheiben dazu. Morgen ist Mittwoch. Mal gucken. Ich wollte nicht. Was ich machen muss, ist noch eben spülen. Und gleich, Hayabubu. Ja, Haya ist ganz gut. Ich weiß, in letzter Zeit schlafe ich total scheiße. Ich habe auch keinen Bock, momentan pennen zu gehen, ne? So gar nicht. Also nicht so nach dem Motto, ja, Schlafen ist was für Anfänger, so, sondern einfach so, ja, wie soll ich sagen, oh cool, der den Blue Shell gekauft hat. Einfach so, weiß ich nicht, ich schlafe... Ich komme nicht aus dem Bett raus, das ist das Problem, so morgens. Und dann habe ich dann, weiß ich nicht, dann ist das halt so alles so anstrengend irgendwie gerade. Überlegen, ob ich mir noch eine... Ach komm, schon noch mal ganz schnell noch ein Energy. Ganz, ganz schnell. So, glaube ich, mein letzter. Heute Morgen hat mein eigener Körper um 4 Uhr gesagt, nö, du bist nun wach. Oh, sowas ist scheiße. Moment, ich war heute auch voll lange wach, fällt mir gerade ein. Ach cool, das bringt es. Weil irgendwie bin ich auch richtig scheiße wach geworden.
Weil ich habe mitbekommen, wie hier meine ganze Familie rumgetrampelt ist. Ja gut, das erklärt, warum ich das Scheiß gepennt habe. Liegen meine Füße auf Gehirn bis 5 Uhr morgens? Hä? Kribbeln gerne, es hält mich halt wach. Okay. Ist das nicht, wenn man so eine schlichte Zirkulation hat? Ja! Also Kreislauf? Oh. Ist sich restless eher dann, wenn man nicht pennen kann oder so? Also nicht pennen kann, wenn man sie immer bewegen muss? Also. Bei mir kribbeln die nur, wenn ich irgendwie mir irgendwie sehr blöd sitze für lange Zeit. Wow, wie auch immer. Nein, ach! Ich dachte, das war ein Gegenstand, den ich hinter mir halten muss. Nein. Nur mit diesen Rampen total unzufrieden. Weil ich noch nicht genau weiß, was ich dazu halten soll. Ah. Und durch eine Freundin, die hat egal wann kommen die Beine. Okay. Wird man das denn so? Weil, also ich höre immer nur, wenn das kribbelt, dann soll man da mal gucken, wegen, wie gesagt, wegen Kreislauf ist das normal. Aber ich habe von Arzt sein keine Ahnung. Ich will da auch nichts für nichts Falsches sagen, ne? Oh Gott. Ich hab damals von Neurologen so Patienten bekommen, zu noch helfen, weiß ich nicht. Okay. Ein alten Tablett. Hä? In der Luft? Okay. Ausstellen, mich doch nicht so. Okay, ja, wie kann ich dich denn nicht aufhalten? Ich mach den Stream jetzt einfach aus. Blub. So. Und tschüss. Oder bin ich wieder? Wolkenstrecke doch eigentlich beliebter ist, als ich dachte, weil ich mag die eigentlich recht wenig. Also Schokosumpf mag ich gern, also beziehungsweise, auch wenn ich den deutschen Titel auch nicht mag, aber ey. Was kann denn die Pinguinstrecke nehmen? Hey, das sind Pinguine, Leute! Geht das aber nicht hier? Wieso? Muss da irgendwas dagegen tun? Ja, es wird kein Pinguin. Ja! Schoko Mountain heißt im Englischen, glaube ich.
Kann man eigentlich auch einzelne Spiele irgendwie auf Englisch spielen? Alarm! Alarm! Müsste man, wenn Sinrio da ist. Wie ist eigentlich der... Oh! Ist eigentlich der Ton vom Spiel? Ja, ein bisschen laut, ne? Ah, korrigieren. Wie, als würde ich Mario Kart fahren. Das läuft immer. Nein, ey, hey! Und alle überholen mich richtig. Oh, nicht. Denke ich dir. Ich merke, ich wollte eigentlich Abfussel sparen. Was willst du denn mit all den Fusseln? Ja, wow, es sind Platz 12. Ich bin jetzt so weit hinten. Mal schön in Ruhe. Putzen willst du? Das geht auch. Nichts gegen den guten alten Furz. Was ich von mir geben? Ich muss auch Prioritäten setzen. Das stimmt. Ich finde es immer lustig, wie Luigi irgendwie nie genug Fussel hatte. Ja, wow. Obwohl er ja auch noch Abonnent und sowas ist. Als Abonnent kriegst du ein paar mehr Fussel. Prozent pro A. Ey, cool! Uns gegenseitig Gas gegeben. Oh. Was wollte Luigi denn abspielen? Der wollte einfach Fussel haben, um die Textnachrichten und sowas zum Beispiel. Ich finde die Textnachrichten mitunter auch am besten. Weil damit kann man sein Geschriebenes noch mehr Ausdruck verleihen. Ah. Tja, Excitebike-Stadion. Das offiziell schlechteste Arena. Der Typ sieht aus wie John Wick. Ich hab gehört, der vierte soll ganz gut sein, ne? Sagt irgendwie jeder. Boah, Leute, jetzt wählt doch! Was immer so lange dauert. Okay. Ah, weil wir noch auf jemanden gewartet haben, alles klar. Bin ja mal gespannt, was noch so kommt. Egal, wie gut du fährst, Züge fahren Güter. Den habe ich ja noch nie gehört, der ist aber gut. Der ist so dumm, das habe ich da gut. Ich hatte letztens sowas ähnliches. Ach komm! Obwohl der voll alt war. Ich weiß auch nicht mal was. Das gibt so dumme Sachen. In einem Film, glaube ich, war das. Apropos Filme. Ich muss ja echt sagen, ich habe gestern einen Martial Arts Film geguckt. Abgemacht ist abgemacht. Klaus, 42, Kiro. Ist nicht so mein. Okay. Und der Name Klaus ist das Lustigste.
Kollege von mir, der hatte eine Mitbewohnerin gehabt, also die war zur Untermiete dort und die hat die war sogar Chirurg, meine ich. Also sogar Doktor und ich glaube, die war nun ja älter als wir. Doktor. Jetzt habe ich gelernt, das hältst, machen die andere Animation. Guck mal, jetzt mal für eine. Genau, mit einer Drehung. Okay, ich habe mich gar nicht konzentriert, shit. Der 10 ist jetzt nicht so schön, würde ich mal sagen. Wow. Moment, der hat mein Ding einfach kaputt geschossen. Könnte ja auch noch nie. Mein Boomerang. Ich glaube, Fluffy wartet jetzt nur auf die. Wie viele Punkte hast du denn überhaupt noch? So teuer ist das ja nicht mit 350. Bangkok Abendrot. Ist die nicht auch neu, die Marius Piste 3? Ich hab keine Ahnung. Nicht mehr viel. Aha, so ist das ja. Also, so läuft das also. Wie nennt man einen Bauern mit Studium? Akademiker. Ach komm. Hört der. Da fehlt irgendwie so der. Der Biss so, weißt du? Weiß ich nicht. Obwohl ich ihn auch nicht kannte. Also schlecht ist er nicht. Ich glaube, das ist so ein Witz, der für Leute in solchen Staaten, in solchen Gefilden passen könnte. Ja, damit kann ich doch leben. Boah, ich hätte jetzt voll Bock auf Pellkartoffeln. Ist mir auch egal mit was. Aber ich mach mir heute einfach nur noch Toast. Ich hatte ja heute selbstgemachte Pizza. Jeder aktuell Birdo nimmt. Also nicht jeder, aber jeder. Eigentlich nicht, aber wenn jeder den nimmt, ich schließe mich nicht der Allgemeinheit an. Das ist auch die Strecke, die man in Mario Kart Wii reingepackt hat, ne? Ich bin jetzt nicht täuschen. Nein! Ah, der hat den Schlenker gezogen. Hey, gib mir doch ein... Redshirt. Ich hab gar kein Münzchen. Mein Münzchen! Alter, was hat der denn für... Wie konnte der denn so schnell sein? Oh nein, ich hätte die Abkürzung nehmen können. Oh nein, das ist nicht mal. Ja, ich hab die. Wow. Direkt auf dem 4. Direkt auf dem 4.
Wow, Mann! Was ist das hier mal für eine Scheiße? Und dann wirst du direkt von jetzt auf gleich mit einem Kacktier getroffen. Tschüss. Oh. Tja, so läuft das halt. So läuft das halt. Unfair und undankbar. Warum legen Hühner Eier? Weil sie beim Werfen kaputt gehen würden. Der ist gut. Nein. Wieso? Ist das wieder der von letztes Mal? Die nerven so sehr, ne? Ich würde immer wieder sagen, das ist nicht fair oder sowas. Ich weiß nicht, da fehlt immer noch so... Genau, aber das war auch so ein Spruch, den ich gehört habe. Genau so ein ähnlicher. Auch irgendwie mit warum man das macht und nicht das irgendwie. Ich komme da garantiert nicht mehr drauf. Ich weiß auch gar nicht, wo ich den hatte. Vielleicht habe ich einen Screenshot von gemacht. Ich guck gleich mal. Und bestimmt ist das irgendein Spruch, den ich nicht hier im Stream sagen kann. Oder zu erwachsen ist. Oder so wie ich das. So, muss man aufpassen. Ich von B-Knopf drücken. Ja, nee, den Drift-Knopf nicht gedrückt lassen. Oh Gott. Ich hab's überschätzt. Hey, was willst du denn jetzt von mir? Hätte mal Bock auf Röhrenrasereien 200. Weil da gibt's einen Bonus. Nein, kein Bonus, sondern dann fliegt man über die Brücke. Das ist immer ganz cool. Oh, hab ich nochmal Glück gehabt. Rief ich letztens beim Flughafen an, erst Warteschleife, dann hebt keiner ab. Dann hab ich's bei der Bahn versucht, keinen Anschluss bekommen. Anschließend habe ich beim DJ angerufen, der hat aufgelegt. Dann hab ich's noch beim Bestatter probiert, aber da war die Leitung tot. Im Hotel hab ich's auch probiert, aber da war kein Empfang. Im Chemielabor war es die falsche Verbindung. Beim Bäcker dachte ich zuerst, dass ich Erfolg hätte. Aber dann war's nur die Mailbox. Jetzt weiß ich wieder den Spruch. Ich weiß, kannte ich leider schon. Hab ein Brötchen angerufen. War belegt. Und der ist gut. Der ist gut. Ich liebe es, dass ich auf dem 8. Platz bin. Eine Itembox versaut habe. Das liebe ich doppelt. Ja, gut. Das war dann 7. So, ich gucke auch mal. Vielleicht hatte ich noch einen. Ich gucke jetzt. Ich meine, ich habe von irgendwas einen Screenshot gemacht. Nein, jo, wo sind denn meine Bilddateien jetzt wieder hier? Dann wollte ich's beim Lotto-Kiosk versuchen, aber ich hatte die falschen Nummern. Schließlich habe ich es noch beim Pflegedienst probiert, falsch verbunden. Beim Gericht habe ich es gar nicht erst versucht, denn ich habe keine Freisprechanlage. Beim Bodybuilder hat es erst geklingelt, doch dann hat er mich weggedrückt. Zum Schluss habe ich noch bei der Schule angerufen, aber da meldet sich keiner. Doch bei meinem Mathelehrer hatte ich endlich Glück. Er hat abgenommen. Aber nicht mit mir, Gier. Aber nicht mit mir gerechnet, denke ich mal, ne? Ja. Aber ist okay. Ja.
Ja, das sind alle so Klassiker. Klassiker, die Anruf-Tour. Wo ist Tour? Das ist eine Tourstrecke. Also ich weiß noch nicht, was ich. Also die neuen Stadtstrecken fand ich tatsächlich alle bis jetzt okay. Und schon wie ich sie hier aufpassen werde heute. Ich würde sagen, warum soll ich denn da oben im Lauf fahren? Dafür kurz. Länger. Muss ich wieder sammeln? Ja. Och Mann! Was war das denn? Oh, komm. Langsam, das war doch 150, ja. Mit meinem Retro. Ja. Hier, ich ebne dir den Weg nach vorne. Ja. Yo, geil. Oh! Na. Das wäre jetzt geil gewesen, wenn man das über den Weg gehen kann. Mann, was fahr ich heute wie ein Trottel? Nein, das ist immer schön in Ruhe, mein Freund. Keinen Schaden machen, wenn ich mal ein bisschen warte. Jo! Hat eben 5.500 ausgegeben und Puzzle. Für unlustige Witze auch noch. Das ist schon eine unlustige Sache, kann ich dir sagen. Oh. Sehr unlustige Sache. Das gehört halt zum Leben dazu, ne? Das gehört halt zum Leben dazu. Hallo, die waren ultimativ gut. Das Singen habe ich ja oft gelacht. Sehr, sehr oft. Naja, wenn es für dich wert war, ist ja alles gut. Vielleicht bin ich heute aber auch nicht der Lustige. Für sowas. Kann man Peach nehmen. Na, Waluigi. Ich weiß nicht, bist du der Waluigi-Mensch? Okay. Mal gucken, ob es da bleibt. Der Hofner hat heute gute Arbeit geleistet. Ja. Wieso wählen denn so viele überhaupt die Wüste? Niemand mag die. Also ich finde die okay. Ich habe die lange nicht mehr gefahren, aber... Ja. Ich fände cool, wenn auch immer eine der Strecken eine ist, die man am allerwenigsten gefahren hat. Hey Kitty! Alle in der Runde aus dem Dog, aus dem Vorder- und Badewandel. Moment, gleichzeitig? Okay, krass. Voll Angst, dass mir das in die Wanne fällt, aber genieß es. Da bist du auch richtig drin verfallen, ne? Ich hör dich immer nur das Spiel. Krass. Hä? Komm, hat das jetzt so. Okay. Ach so. Gott sei Dank. Oh. Wow. Wie fahr ich denn gerade so komisch?
Das ist Straßenkriminalität. Eine Bekannte von mir, die ist mal fast von der Straßenbahn in Amsterdam überfahren worden. So, jetzt kommt das interessante Ding. So, hier habe ich ein Video gesehen, wo jemand den Sprung nicht geschafft hat die ganze Zeit. Und dann kam raus, dass das halt von der Positionierung des Sticks war oder so. War schon sehr interessant. Wisst ihr, was ich heute essen könnte? Nachos und Käses oder so. Ich habe Nachos und Käses. Der hat voll Bock drauf. Das ist auch schön genießen. Das können wir doch nicht. Haben wir jetzt eine Menge gebracht. Alter, was ist das für eine Kurve? Boah, das geht mir so oft bei den Stadtschrecken auf den Nerven. Ich sehe nie, wo ich langfahren darf. Und dann... Hä, wo bin ich denn jetzt? Wow. Ich kann nur sagen, dass ich die ganze Zeit da schon dabei bin. Ja, alles gut. Freue ich mich. Dankeschön. Ich hab das gewusst. Ja, ich habe die Switch schon mit in der Wanne gehabt. Was? Wie gesagt, ich hätte voll Angst, dass die mir reinfällt. Besonders Strom und Wasser, besonders für Badewanne, das verhält sich echt nicht gut. Also habe ich mal gehört. Es ist schön, dass ich auf dem 12. nur einen Dreierpilz bekommen. Sonst wird die schön weh in der Wand. Ja. Okay. Ja, wir machen aber auch nicht mehr lang, würde ich sagen. Weiß gar nicht. Noch ein, zwei Runden. Oh, Kokosbaum. Sehr schön. Die fehlt natürlich jeder. Sofort raus. Ja gut, dann mache ich nur noch eine Runde. Das hast du früher gesagt, da bin ich jetzt auch raus. Überhaupt ins Wasser fallen. Okay. Konzentration lässt nach. Ja, alles gut. Dann meine ich auch nur noch eine Runde. Ja, trotzdem. Er kann ja irgendwie seitlich oder was auch immer. Aber bei mir müsste Wasser... Ich habe ewig nicht mehr gebadet. Aber ich bade auch total ungern. Ist mit zu viel Aufwand. Dann haben wir noch... Oh, gespiegelt Coconut Mall. Okay, alles klar. Ja, ich guck mal, ob der Kollege gleich vielleicht auch noch wach ist, weil dann rufe ich den gleich schon an. Aber dann kann ich gleich mal was mit ihm absprechen. Wegen Freitag. Der ist halt Freitag auch auf der einen Party dabei. Ich wollte halt mal gucken, ob der wieder jetzt dahin kommt. Aber vom letzten Standpunkt aus wusste er es noch nicht. Weil er hat gerade kein Auto. Ist putt. Ich finde das immer noch so lustig, dass so viele das toll finden, dass die Autos sich bewegen und ich denke mir so, die drehen sich nur im Kreis. Das hätte man ein bisschen spektakulärer machen können. Und ich bin schon wieder ausgeräumt, weil ich gedacht habe, ich kriege die Kurve hin. Dann halt nicht. Gottes Willen. Ich hätte doch mal wieder Bock, die Tage irgendeinen Zelda-Teil zu spielen, aber am liebsten irgendwie einen älteren Teil. So, auf Majora's Mask hätte ich vielleicht Bock. Wow, Junge! Irgendwas passt nicht zusammen. Ja. Also ich habe da viele Geschichten gehört, deswegen. Und ich rede noch nicht mal von Technik im Sinne von... Ach, egal. Egal, ich glaube, die meisten wissen, was ich meine.
Junge! Oh, noch Erster geworden. Huh. Okay. Oh, okay, war die letzte Runde. Sag mal, deswegen gibt's ja auch die bösen Geschichten von den Föhnen. Aber ja, das genau die meine ich halt. Die. Oh, nee, komm. Die wird eh nicht gewählt, die Strecke. Ach, jetzt bin ich eh raus. Hättest du uns gesagt, oh, komm, doch. Ja gut, dann würde ich sagen, sind wir jetzt raus aus Mario Kart. Wir können ja noch ein bisschen quatschen, aber ja. Das war's mit Mario Kart. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und mal gucken. Ich denke mal, als nächstes gibt's wieder Splatoon oder so. Aber ja, zwischendurch ist das immer ganz lustig. Ja. Thank you.